Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Versuch nicht zu lachen Challenge. Ich werde ab und zu immer gefragt, ey, warum machst du eigentlich diese Videos? Ich finde diese Videos nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also ich gucke die gerne und ich will ja auch Sachen machen, die ich selbst cool finde. Und ich finde diese Videos ab und zu tatsächlich ganz okay. Wenn der gesamte Content nur daraus besteht, ist es vielleicht ein bisschen kritisch. Wenn ihr lachen müsst, müsst ihr auch in die Kommentare schreiben, bei welchem Joke ihr lachen musstet. Direkt das erste Video sieht nach einem Qualitätsvideo aus. Kind fliegt durch die Wand, heißt dieses Video. Und das ist ein großer Ball. Es kann nur das sein, was man erwartet. Ein gutes Video. Es ist nur die Frage, welches Kind durch die Wand fliegt. Ich tippe aufs linke. Okay, we missed. I don't wanna do this. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt viel lustiger. Der weint ja auch nicht, weil es weh tut, sondern weint, weil da ein Loch in der Wand ist. War aber nicht lustig. Leider ein bisschen unlustig. Cocaine ruin your brain. Hey, please don't do cocaine. Hey, cocaine ruin your brain. What? Please don't do cocaine. Hey, cocaine. Auch nicht lustig. Man riding the... Is that a man riding a shrimp? Mir wird übrigens immer wieder gesagt, guck doch mal YouTube-Kacke. Ich dachte immer, nee, das ist ultra unlustig. Guck mal, international gibt es sowas wie Dolan Dark, der wirklich lustig ist. Und hier in Deutschland haben wir dann sowas. Ich guck mir jetzt einmal kurz was an. Und das ist ja mega lustig. Ich finde es ja alle mega krass. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man älter als 13 ist, findet man es nicht mehr ganz so lustig. Kleiner Diss an alle, die mir das empfehlen. Warten, um das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit hoher Lautstärke LOL. Immer wieder entstehen Dinge durch Zufall, durch Fall. Ja, ist lustig. Klingt immer ein bisschen anders und das Gesicht sieht immer ein bisschen anders aus. Ist lustig. Die Schuldkröte zwängt sich durch die Hoden. Die Schuschkröte knabbert an der Milch. Wer mir nochmal YouTube-Kacke in den Kommentaren empfiehlt, der wird einfach gebannt. Ja, ist irgendeiner, der kein Minecraft-Profil hat, der es lustig findet? Ah ne, der hat ein Clash Royale-Profil. Okay, jetzt mal zum Vergleich das von Dolan Dark, was der so macht. You stupid. No, no. What's 9 plus 10? 18, nigga! She's lying. Hey, Vsauce. Michael here. Let's take a moment to recognize the heroes who count. Light travels at the fastest. Der hat das gemacht. Krass. Also ich wusste, dass das existiert, aber ich wusste nicht, dass Dolan Dark das gemacht hat. Jetzt echt, so ungefähr jedes zweite Meme, was irgendwie international bekannt ist, hat der irgendwo zumindest auch was damit gemacht. Das ist krass. Richtig krass. You want some spit facts too? Your digestion begins in the mouth. Ist einfach stark gemacht. Beste Shootingstar Meme, die es vielleicht gab. Where are your fingers? Ist einfach stark gemacht. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. How it tastes off my horn, you filthy animals! Ne, auch nicht so lustig. Man hat, also ist natürlich ein riesiger Wagen von der Perspektive. Und er ist nur so ein Düb. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Ich hab gedacht, das ist so ein Düb. Weil es ist ja auch ein richtig großes, ist ein Truck oder so. Und der hat nur so ein Düb. No. Das war jetzt rückwärts das Video und war verdammt verstörend. Hier ist es normal, ist es, wenn es nicht rückwärts ist, vielleicht weniger verstörend? Nein. Nein. I've made the ultimate secret weapon. Ich werde nicht gut schlafen können. Das ist immer noch verstörend. I've made the ultimate secret weapon. It's a duck bomb. Get your ducks all in a row. You ready? 3, 2, 1.
nicht weniger verstörend. Okay, eine Dragon Ball Meme. Hat sich auch, glaube ich, noch nie eine. What's he doing? Super Saiyan 3 jetzt. To go even further beyond. Hm? Der Schrei verfolgt mich, ne? Den hatte ich auch schon in meiner letzten Folge. Ich finde ihn auch lustig. Aber powerful. Okay, das Video hier heißt Let Me See What You Have. 4 Sekunden, die kurzen sind immer die guten. Ich hatte jetzt gerade irgendwie so, keine Ahnung, 5-6 Minuten, nur mittelmäßig lustige Videos. Ich hoffe, das ist besser. Ich hoffe, es liefert ab. And let me see what you have! No! Okay, das ist gut. Das ist gut. Lass mich sehen, was du hast. Ein Messer, ruft er. Und guck mal, wie fröhlich der dabei ist. Achtung, achte mal auf sein Gesicht. And let me see what you have! No! No! Oh, am Ende sagt eine Frau, oh mein Gott, warum hat er ein Messer? Achtung. And let me see what you have! Da ist einfach alles drin in diesem Video. Diese 4 Sekunden, da haben einfach alles, was ein Video braucht. Das ist ein gutes Meme, kriegt einen Daumen nach oben, hat 300.000 Aufrufe. Ich hätte eine Eminem-Meme. Mal sehen, was jetzt in der Mitte ist. Das war ja gerne mit Hi, my name is Sinister. Falls ihr das kennt, ist nicht so lustig, ist mega unlustig. Mal sehen, was jetzt kommt. Hi, my name is My name is My name is Okay. Kennt ihr das Video? Es basiert auf diesem Video hier, was ultra viral gegangen ist jetzt in der letzten Woche. Das hat 1,7 Millionen. Also das ist so das virale Video von diesem Monat, wenn man so will. Das, was die meint, sind übrigens Granatapfel. Und ich habe dieses Video schon mal gesehen, ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Es ist nicht lustig, es ist einfach nur so, hä? Was ist die Geschichte dahinter? Aber keiner weiß die Geschichte. No pomegranates! No, 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 no pomegranates! None! I don't want them anywhere near here. Am I clear? Say the rule again. No pomegranates! Say it. No pomegranates. Was war das? Was hat der erwartet? Was passiert? Der rollt sich ja auch nicht ab oder was? Das geht einfach direkt auf die Beine. So. Jugendliche sind dumm. Okay, die Videos sind heute einfach unfassbar schlecht. Ich habe jetzt so viele schon durchgeguckt. Wir sind hier bei 75 und ich habe davon wirklich die meisten gesehen. Ich gehe mal noch eine Seite weiter, noch weiter nach hinten. Die letzte Folge, Versuch nicht zu lachen, war tatsächlich ganz gut, fand ich. Ich finde, da waren ein paar lustige Videos bei. Davor waren die halt immer, die Videos waren halt immer unlustig, die ich davor gesehen habe. Und letztes Mal war es halt gut, da dachte ich, okay, wow, das wird jetzt super. Und die Videos heute, die waren nicht super. Die waren nicht so lustig, wie ich.